Jetzt weiß ich, warum niemand das Wasser oben hingestellt hat, das rutscht runter. So, ich habe mich schon gewundert, warum Thomas Gebauer kein Wasser getrunken hat. Er hat gesagt, er hatte keine Zeit. Das steht ein Stockwerk tiefer, das sieht auch nicht gut aus. So, meine Damen und Herren, ich möchte mich bedanken, das macht man so erstens bei meinen Vorrednern, besonders bei Thomas Gebauer, der nicht nur der Laudator ist, sondern auch mein Freund. Bei Franco Coali möchte ich mich besonders bedanken. Das war eine Idee meiner Frau und unser Wunsch, dass er hier spielt. Er hat auch noch nebenbei, glaube ich, noch zwei Akkordeonorchester und wir freuen uns, dass er das aber ganz alleine gemacht hat heute. Und ich finde das Instrument auch genau... Ja, können Sie machen. Ja. Er weiß jetzt nicht, warum... Ich habe mich bei dir bedankt, Franco, ich konnte es jetzt nicht wissen, war es gerade draußen. Das Stück, was er danach spielen wird, wir haben gar nicht drüber gesprochen, ist eigentlich ideal, finde ich, als Abschluss, weil es ist ein Stück von Astor Piazzolla, glaube ich, und wir reden hier über Weltschmerz und Lebensfreude, ob man das unter den Hut bringen kann oder nicht, und ich glaube, es gibt kein Instrument, das so ein- und ausatmet, Lebensfreude und Weltschmerz gleichzeitig, wie das Akkordeon. Ich glaube, es ist genau das Richtige, und dann noch Astor Piazzolla, das wird uns, glaube ich, emotional den Rest geben. Ich möchte mich natürlich auch bei der Frommen Gesellschaft, bei der Jury bedanken für diese Wahl, an der ich nicht rummachen will. Das ist bei Begründungen immer so, glaube ich, dass man immer das ein paar Nummern größer formulieren muss, damit es die Leute glauben. Ich will da nicht drauf eingehen. Ich möchte mich noch bei einer Person bedanken, bei der ich mich noch nie bedankt habe, weil das meistens nicht geht. Dieser Person verdanken Sie sehr viel. Ohne es zu wissen, die hat an der Qualität meiner Texte maßgeblich beigetragen, bei vielen Texten schlimme Auswüchse verhindert und manche Texte noch gerettet, sodass sie anschließend nicht nur brauchbar, sondern auch gut waren. Und wenn ich nicht mehr weiter wusste, dann ging es auch noch auf den letzten Drücker, das ist nämlich meine Frau. So. Ich möchte mich entschuldigen noch bei Herrn Funk, weil ich ihm noch ein paar graue Haare gemacht habe. Es tut mir leid, dass ich mit dem Text nicht rausgerückt habe. Nein, es gehört sich nicht. Ich weiß, es gehört sich einfach nicht. Ja, der Bart, jetzt tun Sie nicht so. Oben haben Sie nachgedunkelt, aber der Bart ist grau. Ich bin ja froh, wenn die nicht von mir sind, die grauen Haare, aber ich habe es arg übertrieben. Ich habe ihm heute Mittag erst den Text geschickt. Nicht, weil er so gut geworden ist, sondern weil ich etwas versucht habe, was gar nicht geht. Ich wollte als Dombrowski irgendwo zwischen Noam Chomsky, Richard Sennett, Karl Marx, Erich Fromm und Sigmund Freud ihnen eine ganz große Lecture bieten. Und es hat sehr lange gedauert, bis ich gemerkt habe, dass ich es nicht kann. Ich bin auch deswegen froh, weil die Lecture ist eigentlich gehalten, wenn Sie mich fragen. Denn das, was Thomas Gebauer gemacht hat, ist mehr als eine Laudatio. Das war eigentlich die Lecture, wofür ich dir besonders dankbar bin, Thomas, dass du mir diese Arbeit abgenommen hast. So hätte ich es eh nicht hingekriegt. So. Jetzt, nachdem der Preis übergeben ist und allen gedankt, könnten wir zum gemütlichen Teil des Übergehens, Teil des Abends gehen. Aber es steht auf dem Plan und es ist auch die Erwartung, dass der Preisträger, das ist ja eine Tradition bei Ihnen mittlerweile, dass der Preisträger eine Kostprobe dessen bietet, was ihn preiswürdig gemacht hat. Ann-Sophie Mutter hat Ihnen letztes Jahr was gegeigt an der Stelle, vermute ich. Konstantin Wecker wird Ihnen was gesungen haben. Beide Kulturtechniken stehen mir nicht zur Verfügung. Mir bleibt also gar nichts anderes übrig, als Ihnen was vorzutragen. Und da ist dann immer, womit ich mich mehr gerne beschäftige mittlerweile zwanghaft, was sind denn die Erwartungen? Und die enttäusche ich sehr gerne. Die offenen Türen einrennen ist langweilig und unproduktiv. Ich bin in der letzten Woche bei den Interviews zu diesem Preis zweimal gefragt worden, ob heute Abend mit einem kleinen Eklat zu rechnen sei. Ja. Das war eine ernsthafte Frage. Können wir uns über eine Kostprobe Ihres Zorns freuen? Also dahinter lauert nämlich bei den professionellen Fragern eben auch, sollen wir einen O-Ton mitnehmen? Lohnt es sich, dass wir kommen und bleiben, bis Sie gesprochen haben? Ja. Das ist, für die Medienpräsenz der Frommen Gesellschaft wäre das gar nicht schlecht. Ja? Und muss ja auch mal irgendwie in die Zeitung kommen. Und wenn der Dombrowski, meine Figur Dombrowski, hier das Rumpelstilzchen geben würde, mit gewürzt, ein paar Verbalinjurien, hätte ich bestimmt hingekriegt. Es hätte für eine Zeitungsmeldung gereicht, ich hätte das Ansehen Fromms nicht direkt
beeinträchtigt und dann wären alle wahrscheinlich zufrieden gewesen. Aber eben auch meine Figur Dombrowski arbeitet gern gegen die Erwartungen der Zuschauer und in dem Fall ist die einfachste Methode, er kommt nicht. Er tritt einfach gar nicht auf. Und es gibt noch einen zweiten Grund für mich persönlich. Ich muss ihn langsam, so ganz langsam, ein bisschen davor in Schutz nehmen, dass er zu einer bestellbaren Krawallschachtel verkommt. Wenn Sie jetzt an Arnulf Baring denken, haben Sie mich richtig verstanden. Ich bin übrigens auch schon mal aufgehört, ob ich nicht mit Arnulf Baring auftreten will. Ja, in einer Talkshow, da wären dann zwei Krawallschachteln zusammen gewesen. Also, das kommt zu. Sie müssen also einen kleinen Vortrag von mir hören. Das wird den Unterhaltungswert des Beitrages etwas schmälern, aber ich bewerbe mich ja auch nicht um den Preis, den haben Sie mir ja schon gegeben. Ich bin also relativ unabhängig. So, etwas zur Sache, meine Damen und Herren. Die Jury lobt, ich zitiere es nochmal, weil es mir wichtig war, Sie haben es schon zweimal gehört, in seinen Bühnenauftritten bilden Ohnmacht und Menschenwürde eine ganz einmalige Mischung. Ich möchte diese Einmaligkeit relativieren, indem ich Sie einbeziehe. Ich gehe davon aus, dass die meisten von Ihnen sich dem Humanismus im Geiste von Fromm mehr oder weniger verbunden fühlen. Und damit sind wir uns nämlich auch in einer Mischung aus Ohnmacht und Menschenwürde verbunden und nicht nur in der Menschenwürde. Über die Menschenwürde haben wir eine Menge gehört. Gott sei Dank aus berufenem Mund von Thomas Gebauer. Das wäre zum Beispiel die Stelle des Abends gewesen, wo er schon hätte schief gehen können. Da wäre die Feierlichkeit schnell am Ende gewesen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Stellen Sie sich mal vor, gar nicht so abwegig, glaube ich, die Schirmherrin war schon mal Jutta Limbach. Die hat übrigens über den Zorn gesprochen, wenn ich das noch erwähnen darf. Leider vom falschen Publikum in München zur Eröffnung des Opernfestivals. Ja, das war. Da über den Zorn der Bürger zu sprechen, das ist Perlen vor die Säue geworfen. Also was recht ist. Und dann übrigens nochmal, vielen Dank, dass Sie sie zitiert haben. Diesen Unterschied zwischen Zorn und Wut. Es ist tatsächlich so, dass in den Zeitungen mit Hartnäckigkeit von den Wutbürgern sehr gerne im Zusammenhang mit Stuttgart 21 geschrieben wird. Und das ist eine gezielte Beleidigung. Es ist keine Unachtsamkeit. Ja. Das ist. Das ist einer der Versuche, von denen Thomas gesprochen hat, in die Luft über den Stammtischen ein ganz bestimmtes Klima zu erzeugen. Und dazu benutzt man dann den Ausdruck Wutbürger, um die Leute zu diffamieren, die keine Wutbürger sind. Vielen Dank für den, obwohl Sie es hinterher zweimal gesagt haben, ne? Ja, ja, hätten Sie es relativieren können. Aber von Ihnen kam der Hinweis und mir ist dann eingefallen, Jutta Limbach hätte ich auch, ich habe das gelesen, eine wunderschöne Rede, aber vor Opernpublikum. Also. Ja, also jetzt nochmal zurück. Der Abend hätte schief gehen können auf folgende Art und Weise. Jutta Limbach war schon mal Schirmherrin. Es hätte doch sein können, dass einer aus dem Vorstand der Erich-Fromm-Gesellschaft vor Jahren beim Bundespräsidialamt angefragt hätte, ob vielleicht die Möglichkeit bestünde, dass der Herr Bundespräsident die Schirmherrschaft übernimmt oder eine Rede hält. Jetzt stellen Sie sich mal vor, das hätte da ewig rumgelegen. Irgendwann einer hätte gesagt, ach, das können wir doch machen. Und Christian Wulff wäre noch im Amt, meine Damen und Herren. Christian Wulff hätte aus dem Stegreif, wäre er in der Lage gewesen, 5 Minuten über die Menschenwürde zu schwadronieren. Mithilfe eines Ghostwriters hätte er noch den Bogen zu Erich Fromm geschlagen und dessen Werk gerühmt. Er, Christian Wulff, der Prototyp des Haben-Wollen, aber Nicht-Sein. Der hätte hier eine Rede über die Menschenwürde gehalten und über den Preis, der im Namen Erich Fromms vergeben wird. Was wäre passiert, frage ich mich. Ich habe mich wirklich gefragt. Also wenn er es bis hierher geschafft hätte ans Pult. Ja, gut, jetzt aber. Wie hat das Publikum reagiert? Jetzt Fremdschämen, Kopfschütteln? Meine Lieblingsvorstellung, ich sag's Ihnen. Jemand in der ersten Reihe wäre es bei Wulffs Rede so schlecht geworden, so speiübel, dass er sich vor den Füßen des Bundespräsidenten erbrochen hätte. Diese Szene, 10 Minuten später bei YouTube, anschließend im Facebook, ja, und tags drauf überall Seite 1 überregional und die Taz mit dem Aufmacher Erbrochenes in aller Munde. Ja. Also, so eine. Da hätten Sie eigentlich was Falsches gemacht, aber eine irre Resonanz gehabt als Erich Fromm Gesellschaft. So, gut. Lassen wir das. Meine Schadenfreude beim Ausdenken einer solchen Szene ist, wenn ich ehrlich bin, eigentlich im Grunde Ausdruck meiner Ohnmacht. Und darüber möchte ich mit Ihnen reden, über unsere gemeinsame Ohnmacht, in der wir hier versammelt sind. Wir haben es schon gehört, wie es von Thomas, wie es eigentlich aussieht in der Welt, die Habgier feiert Triumphe wie niemals zuvor.
500 Oligarchen verfügen über 2/3 des weltweiten Vermögens. Immer weniger Menschen können sich den Luxus einer Geisteshaltung leisten, die den Namen verdient. Und wenn wir ehrlich sind, in der jungen Generation, wer kennt noch den Namen von Erich Fromm? Irgendwann werden sich auf der Internetseite Frommfunk nur noch verwirrte Katholiken auf dem Such nach einer Radioandacht melden. Ja, aber nicht, weil sie Erich Fromm suchen. Wenn wir das realisieren, dann trösten wir uns immer gerne und sagen, Graswurzel, es gibt aber auch schon ganz kleine Fortschritte und so. Ja, gibt es ja auch. Mit dem neuen Ministerpräsident Kretschmann als Beispiel, wenn wir hier in Stuttgart sind, mit dem könnten wir alle, Sie besonders, die Gesellschaft, über Erich Fromm, sein Menschenbild, die Chancen für eine humane Gesellschaft, eine humanistisch orientierte Gesellschaft, da könnten wir mit Gewinn reden mit ihm, glaube ich. Mit dem Vorgänger hätten wir es überhaupt nicht versucht. Da wäre keiner auf die Idee gekommen, das zu tun. Ja? Aber bei allem Respekt. Bei allem Respekt, meine Damen und Herren, vor der demokratischen Kraft derer, die sich gegen Mappes und seine Art Politik zu betreiben, gewehrt haben. Es bedurfte einer atomaren Kernschmelze, um ihn in die verdiente Bedeutungslosigkeit zu befördern. Der demokratische Prozess hat nicht gereicht. Silvio Berlusconi hat 58 Parlamentsabstimmungen zu seiner Absetzung überlebt im italienischen Parlament. Wissen Sie, wer ihn abgesetzt hat? Die 3 Ratingagenturen binnen 8 Tagen. Der Nachfolger von Berlusconi ist ebenso Investmentbanker wie Griechenlands neuer Ministerpräsident. Beide sind weltweit vom Beifall der politischen Elite ins Amt begleitet worden. Beide sind bei Goldman Sachs in die Lehre gegangen, zu einer Zeit, als unser neuer EZB-Chef Draghi in der Führungsetage von Goldman saß und half, Griechenlands Bilanzen zu fälschen. Und Lloyd Blankfein, der Chef von Goldman Sachs, verkündet zur gleichen Zeit, dass sich im Wirken seiner Bank Gottes Wille offenbart. Das müsste für ein Anfangsgefühl gemeinsamer Ohnmacht reichen, finde ich. Ja? Da ja außer mir im zweiten Teil keiner mehr redet, könnte ich noch was hinten dranhängen, was jetzt hier nicht steht. Gottes Wille, klingt für uns etwas bizarr, dass sich das in der Geschäftswelt spiegelt. Das ist in den USA überhaupt nicht bizarr. Ich habe zwischendurch überlegt, ob Erich Fromm das Buch überhaupt noch geschrieben hätte heutzutage in den USA. Wenn Sie überlegen, was in dem Land passiert, wie der Wahlkampf aussieht, wie die Republikaner ihren Kandidaten für das mächtigste Amt auf der Erde bestimmen. Gottes Wille ist für viele Amerikaner etwas, was sie kennen. Es ist nämlich das meistgelesenste Buch der Amerikaner. Das taucht aber in keinen Bestsellerlisten auf. Es ist ein Buch der evangelikalen Christen. Das ist eine Buchserie, genauer gesagt. Kein Buch wird mehr verkauft als in dieser Serie. Die tauchen nur nirgends auf. Und da geht es immer um dasselbe. Armageddon. Die evangelikalen Fundamentalisten in den Vereinigten Staaten, die maßgeblichen Einfluss unter Umständen auf den nächsten amerikanischen Präsidenten haben, wünschen sich nichts mehr, als dass die reinigende Kraft von Gottes Willen sich in einem Armageddon, in einer letzten Schlacht entlädt. Und damit sind sie nicht allein. Denn ihre Kollegen von den fundamentalistischen jüdisch-orthodoxen Juden und die islamistischen Fundamentalisten in Persien und in anderen arabischen Ländern haben genau dasselbe vor. Diese scheinbaren Todfeinde vereint der Wunsch, man möge es bald zu Armageddon kommen zu lassen. Die verabreden sich und sogar der Platz ist bei allen 3 fundamentalistischen Orientierungen der gleiche. Sie haben sich verabredet für das Zweistromland. Die überlegen Termine, sie treiben es voran. Da haben wir alles recht, ohne Katastrophenfanatiker oder ohne Verschwörungsfanatiker zu sein, skeptisch, misstrauisch zu sein und ohnmächtig zu fühlen. An der Stelle, an der die Jury schreibt an der Stelle noch was anderes. Zusätzlich zu der besonderen Mischung von Ohnmacht und Menschenwürde bei mir kommt noch die besondere Mischung von Tragik und Komik. Und das wurde schon gesagt, will ich noch erwähnen, das ist wirklich der entscheidende Unterschied. Ohnmächtig sind wir alle, aber die Figur Dombrowski ist darüber hinaus noch tragikomisch, verzweifelt, zornig. Das hebt ihn heraus. Eine expressive, emotionale Komponente. Und das, müssen wir auch mal einräumen, gibt dem Ganzen erst den Unterhaltungswert. Wir reden nicht von irgendwas, sondern ich bin in der Unterhaltungsbranche tätig und ohne Unterhaltungswert hört mir keiner zu. Wie ich die Leute unterhalte, da habe ich freie Hand. Aber das ist für den Unterhaltungswert entscheidend. Ohne diesen Aspekt, den expressiv
emotionalen, von tragikomischer Verzweiflung, da könnte ich Volkshochschulkurse geben, zu denen kommt aber keiner. Und ins Fernsehen käme ich damit auch nicht. Und eine Breitenwirkung gibt es entsprechend nämlich auch nicht. In letzter Zeit, das ist erwähnt worden, in letzter Zeit hat ja die Grundstimmung in der Bevölkerung, in Teilen der Bevölkerung, sich so meiner Figur Dombrowski angenähert, dass sie mich als einen der ihren begriffen haben, ernsthaft vorgeschlagen haben, ich soll Bundespräsident werden. Also als auf der ersten Anti-Wulff-Demonstration vor Schloss Bellevue ein Pappschild aufgetaucht ist, Dombrowski for President. Das habe ich am Tag drauf gesehen, es war ein kleines Bild bei zwei Nachrichtenagenturen, habe ich sehr gelacht. Ich habe zwei Wochen später nicht mehr gelacht. Binnen zwei Wochen habe ich feststellen müssen, dass ich keine Ahnung habe von der realen Stimmung in Deutschland. Von mir, ohne dass ich es gemerkt habe, weil ich im Internet nicht unterwegs bin. In rasender Schnelle und äußerst intensiv haben sich in Foren und Blogs eine riesige Debatte begonnen. Tausende von jungen, gescheiten, engagierten Leuten in einem politischen Paralleluniversum, gut vernetzt, hungrig auf Veränderung. Ich habe vorgestern einen Artikel gelesen, da stand, es ist eine Schwarmintelligenz. Hat mir sehr gut gefallen. Ja. Eine Schwarmintelligenz und die sind ohne die desillusionierende Verzweiflung, in der Dombrowski und ich bei der täglichen Zeitungslektüre immer wieder absaufen. Die haben das nicht. Die wollen etwas. Und der Wertekanon, nach dem viele von diesen Leuten suchen, ein Wertekanon, dem ja dann auch irgendeine Instanz Stimme und Kraft geben muss. Es liegt ja, als Buch reicht es ja nicht. Diesen Wertekanon gibt es im Grunde schon. Er ist bei Hans Küng in Arbeit. Ob die Zeit reicht, dass er rechtzeitig fertig wird, bis wir sie dringend brauchen, weiß ich nicht. Aber es ist ja ein internationaler Wunsch. Diese jungen Leute gibt es auf der ganzen Welt. Wenn übrigens Heribert Brandl da gewesen wäre, dann hätte ich noch hinterhergeschoben, es gibt eigentlich auch schon einen kleinen Wertekanon, oder sagen wir mal Bruchstücke eines Wertekanons bei uns, nämlich unsere Verfassung, die viel besser geworden ist, als sich manche jemals ausdenken konnten. Und da stehen einige Artikel in dieser Verfassung, die kostbar sind und es wert wären, umgesetzt zu werden, aber sie sind durch zentnerschwere Kommentare bis zur Unkenntlichkeit verändert worden. Es reicht gar nicht, dass wir einen Wertekanon oder eine Weltethik haben, sondern es muss jemand sein, der ihm Stimme und Kraft vergibt, und das wird einer nicht reichen. Aber dass wir von Hans Küng diese Arbeit kriegen würden, das wäre was Schönes. Ich habe mir vorgestellt, Hans Küng ist fast fertig mit dem Entwurf der Weltethik. Und wenn er bei der Literaturliste arbeitet, tritt Gott an seinen Schreibtisch und sagt, danke Hans, das genügt mir schon. Ihr wart mir eine große Hilfe. Du weißt ja, ich habe den Menschen geschaffen, um Erfahrungen zu sammeln. Gott tritt ab, die menschliche Zivilisation geht kurz danach unter und der Planet regeneriert sich in der kosmisch kurzen Zeit von 2 Millionen Jahren. Nach uns kommt gar keine Sintflut, wir sind die Sintflut. Und wenn die abgezogen ist, dann wird es wieder grün. Aus interplanetarischer Sicht wäre das ein klassisches Hollywood-Happy End. Darauf möchte ich hinweisen. Die Natur übrigens, die sich erholen würde, wenn wir weg sind, die könnte sich auch viel schneller regenerieren, braucht vielleicht keine 2 Millionen Jahre. Es gibt Hinweise, in Somalia zu beobachten. In Somalia waren die Fischbestände vor der somalischen Küste zusammengebrochen durch Überfischung mit riesigen industriellen Fangflotten aus Asien und Europa. Und der zerfallene somalische Staat hatte nicht mehr die Kraft, diese große Hoheitsgewässerzone zu schützen. Durch die Zerstörung ihrer Lebens- und Nahrungsgrundlagen haben damals die somalischen Fischer auf Pirat umgeschult. Nicht ganz freiwillig, sozusagen. Das hatte aber zur Folge, dass bis heute keine einzige ausländische Fischfangflotte mehr in den Hoheitsgewässern von Somalia zu finden ist, weil sie einen Riesenbogen um die somalische Küste machen. Und die Experten haben schon jetzt einen deutlichen Aufwärtstrend bei den Fischbeständen beobachtet. Man darf eben Pirat nicht nur negativ betrachten, ja, das hat was Dialektisches. Man könnte. Auch andere haben als Piraten angefangen. Das Geschlecht der Guttenbergs zum Beispiel. Ja. Das Geschlecht der Guttenbergs ist im Mittelalter als Raubrittergeschlecht entstanden. Die Raubritter hatten als Geschäftsprinzip nichts anderes als Wegelagerei und Lösegelderpressung von Kaufleuten, die sie sich geschnappt haben. Kein übermäßiger Unterschied zu somalischen Piraten, abgesehen von der Waffentechnik. Ja. Aber die haben heute ein dreistelliges Millionenvermögen und sind angesehen. Vielleicht sind die somalischen Piraten einfach ein paar Jahrhunderte zurück im mittelalterlichen Zustand und wenn wir Geduld haben, kommen sie auf das Niveau von Guttenberg. So, für einen von uns, meine Damen und Herren, kommt die Weltethik von Hans Küng mit Sicherheit zu spät.
für Lothar Dombrowski. Er hat in den letzten Jahren eine Verzweiflung zunehmend an den Tag gelegt, die ich nicht mehr beeinflussen kann. Er hat eine Eigendynamik entwickelt, den kriege ich nicht mehr zur Ruhe. Es hat sich von Programm zu Programm ganz deutlich gezeigt, dass ich es nicht mehr in der Hand habe. Er zürnt seinem Ende unwiderruflich entgegen. Ich kann es nicht verhindern, ich kann es nur noch gestalten. Ich habe die Möglichkeit, ich habe es in der Hand, das ist eine tiefe Genugtuung, sein Ende zu gestalten. Und das ist eine offene Frage für mich, wie? Ich habe schon sehr viel darüber nachgedacht. Eigentlich schulde ich ihm ein Ende, das die Erwartungen seines Publikums enttäuscht. Das hat er immer so gemacht, dann sollte eigentlich auch das Ende so sein. Aber wie macht man das? Also zum Beispiel, dass er sich ein heldenhafter, märtyrerartiger Freitod, ein Suizid auf offener Bühne, das ist erwartet. Gibt es einen Riesenapplaus, aber heldenhaft und was ja so gemocht wird, ist das Gebrochene der Figuren. Ja, zu schön, der Tod. Ein schnöder Verkehrsunfall würde auch nichts bringen, ist auch auf der Bühne schlecht darzustellen. Ich bin der Festung, es muss etwas ganz Besonderes sein, vor allem, es muss ein schrecklicher Tod sein. Und ich habe ihn gefunden. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Ich habe ihn dramaturgisch noch nicht im Griff, aber pass auf, der könnte so aussehen. Lothar Dombrowski verausgabt sich in seinem verzweifelten Zorn im Anrennen gegen die Windmühlenflügel der bestehenden Zustände und irgendwann kann er nicht mehr. Er begibt sich psychisch und physisch völlig verausgabt zum Hausarzt, der diagnostiziert Burnout-Syndrom und rät ihm dringend therapeutische Behandlung. Nach intensiver Einzeltherapie schafft er es. Er findet zu sich, er kann sich annehmen, er kann zur Ruhe kommen. Er kann auch mal auf sich Rücksicht nehmen, er muss nicht täglich in den Kampf ziehen. Er hat gelernt, sich zurückzunehmen. Auf diese Weise in sich ruhend betritt er wieder die Bühne und langweilt sie zu Tode, meine Damen und Herren. Stellen Sie sich vor, er würde in sich ruhend, völlig friedfertig, Ihnen von seinen therapeutischen Erfolgen erzählen. Spätestens mit seinen Ratschlägen, wie Sie es ähnlich machen könnten, werden Sie den Saal verlassen. Ende einer großen Karriere durch therapeutischen Erfolg. Das wäre sein Ende. Gefällt mir sehr gut. Der Schauspieler Gerd Voss ist gefragt worden, was ihn antreibt, noch im Alter auf der Bühne schwerste Rollen zu spielen. Seine Antwort, besser scheitern. Jeden Tag besser scheitern. Aber stellen Sie sich vor, Konstantin Wecker hätte mit Anfang 20 eine Psychoanalyse angefangen, unter dem Druck seiner Mutter-Sohn-Beziehung. Mit 30, befreit von Leidensdruck, hätte er aufgehört, was uns entgangen wäre. Den Frommpreis hätte er wahrscheinlich auch nicht gekriegt in dem Zustand. Nehme ich mal an. Ja. Peter Turini, großer Dramatiker, den haben Sie mal gefragt, wie er zum Schreiben kommt, ist, hat er gesagt, bei meinem Aussehen war das die einzige Chance, an die guten Frauen ranzukommen. Oder bei mir ist es so, ich bin sehr ungeduldig, habe einen Hang zur Oberflächlichkeit, zur Ironie und eine Neigung, mich als Klassenkasper zu betätigen, damit ich soziale Anerkennung kriege. Das hat mich jetzt nicht auf dem direkten Weg zu einem nützlichen Mitglied der Gesellschaft gemacht. Ich wäre auch mit diesen Eigenschaften auch kein brauchbarer Therapeut gewesen. Erst als Kabarettist auf Umwegen waren die Wesenszüge brauchbar oder sagen wir mal, sie sind nicht sehr im Wege. Ja? Sie merken natürlich, dass ich versuche, den Heiligenschein von Thomas Gebauer an der Jury ein paar Nummern zu verkleinern, um ihn erträglich zu machen. Deswegen möchte ich auch noch was sagen zur Sinnfrage. Also konkret zur Frage nach dem praktischen Nutzen meiner Arbeit. Das ist mittlerweile die meistgestellte Frage an mich. Früher stand auf Platz 1 die Frage, kann man davon leben? Was macht einer wie Sie tagsüber? Ja. Später dann noch, wann haben Sie eigentlich aufgehört zu arbeiten? So, das ist heute nicht mehr so. Also, zurück zur Frage. Glauben Sie denn, dass Sie mit dem, was Sie tun, etwas verändern können? Ich habe eine Zeit lang immer flapsig geantwortet, das frage ich mich auch jeden Tag. Das war nicht gelogen, aber es war auf Dauer unbefriedigend. Ich bin den Fragern eine ernsthafte Antwort schuldig. Die meisten fragen nämlich auch sehr ernsthaft. Es ist ganz selten, dass jemand mit so einem leichten Zynismus im Unterton fragt und dabei schon so den Kopf schüttelt, dass ich weiß, er kennt die Antwort, das bringt doch eh alles nichts. Die sind kaum zu finden, fragen schon gar nicht mehr. Es sind aber immer häufiger, und das ist für mich überraschend gewesen, junge Leute, die fragen nicht einfach, sondern die ersehnen eine positive Antwort dabei.
Die wollen Ermutigung. Sie wollen hören, dass es Sinn macht, für eine Veränderung zu kämpfen. Das hat mich sehr beeindruckt. Und darum geht es. Es geht letztlich ums Kämpfen. Ob wir wollen oder nicht. Wir befinden uns in einer Art Kriegszustand. Ich halte das nicht für übertrieben. Vielleicht können Sie sich erinnern, dass vor ein paar Jahren noch vom Krieg der Generationen die Rede gewesen ist. Das war ausgelöst durch das Buch von Frank Schirmacher, Methusalem-Komplott. Schirmacher hat heute andere Sorgen. Der redet nicht mehr vom Krieg der Generationen. Schirmacher hat im vergangenen Jahr in der FAZ die Vermutung geäußert, er habe jahrzehntelang den falschen Feind bekämpft. Der Artikel gipfelte in der Aussage, dass die Kapitalismuskritik der Linken ganz offenkundig berechtigt ist. Seitdem kämpft... Ja, wenn Ihnen vor 10 Jahren jemand erzählt hätte, dass das eines Tages im Feuilleton, im Leuchtturm der bürgerlichen Gesellschaft mittendrin steht, dann hätten Sie gelacht und hätten sich was zu trinken geholt. Also es belegt, irgendwas bewegt sich, ich weiß nicht genau was. Herr Müller mit seinem sehr großen und alten Erfahrungshorizont, der kann mir vielleicht ein bisschen was Aufklärisches und Ermunterndes nachher dazu sagen. Aber er kämpft, der Schirmacher. Der schreibt seit dem Artikel, die es lohnt, wirklich zu lesen. Und manchen in der FAZ stehen die Haare zu Berge, glaube ich. Jetzt ist die Frage, wer kämpft gegen wen? Hier gebe ich Ihnen eine Antwort von berufenem Mund. Warren Buffett hat das unmissverständlich beantwortet. Falls Sie ihn nicht kennen, Warren Buffett zählt mit grob geschätzten 50 Milliarden Dollar zu den Top 5 Besitzern auf der Welt. Einer der ganz großen Oligarchen. Auf die Frage, was er für den zentralen Konflikt unserer Zeit hält, hat Warren Buffett gesagt, der Klassenkampf natürlich, reich gegen arm. Und meine Klasse, die Reichen, die gewinnen gerade. Ist auch schön, dass einer mal nicht drum herum redet. Ja? Er nennt es einfach beim Namen. Buffett hat übrigens auch den Begriff von den finanziellen Massenvernichtungswaffen geprägt, der mittlerweile benutzt wird und das zu Recht. Also, die eingangs erwähnten 500 Oligarchen und ihre Truppen haben uns den Krieg erklärt. Jetzt meine Frage, zu der komme ich zurück. Welcher Waffengattung bin ich zugeteilt und was ist mein Auftrag? Ich bin Marlene Dietrich. Und mein Auftrag lautet Hebung der Kampfmoral bei den Kameraden an der Front. Nebenbei verteile ich noch Munition für den Kampf um die Lufthoheit über den Stammtischen. Aber wenn man es so betrachtet, gehöre ich gar nicht zu den Kampftruppen, meine Damen und Herren. Ich bin Truppenbetreuer und Versorger. Die Kampftruppen, von denen kommen manche abends zu mir in die Vorstellung, ziemlich abgekämpft, applaudieren und sagen manchmal zu mir, sowas tut gut, was Sie da machen und das gibt uns Kraft, weiterzukämpfen. Genau das haben die GIs zu Marlene Dietrich damals auch an der Front gesagt. Ich sollte an dieser Stelle zugeben, dass mir diese vielen jungen Leute, die mich ansprechen und um Unterstützung bitten und eigentlich nur hören wollen, dass es eine Chance gibt für Fortschritte, den Namen verdient, dass gerade die mir die Kraft geben, meinen Fatalismus zu vertrösten, dass seine Zeit noch nicht gekommen ist. Sie kriegen von mir was, aber ich kriege von ihnen mindestens genauso viel. Meinem Dombrowski übrigens, um das noch zu sagen, der will keinen Preis. Dem würde genügen, wenn ihn sein Preußenkönig zu sich rufen lässt und sagt, Kerl kriegt nix, hat seine verdammte Pflicht und Schuldigkeit getan, weitermachen. Das hätte der alte Fritz zu ihm gesagt. Ich werde auch noch ein bisschen weitermachen, möchte aber meinen Preis an echte Frontkämpfer weitergeben. Der Krieg reich gegen arm, den ich gerade beschrieben habe, ist immer ein Angriff auf die Menschenwürde. Sie wird in vorderster Front von Menschen unter schwierigsten Bedingungen verteidigt und als Truppenbetreuer und Versorger ist es eben mein Auftrag, sie zu unterstützen. Deswegen geht die erste Hälfte meines Preises an ein Hilfsprojekt von Medico International in Syrien. Medico versucht über Kontaktleute, was äußerst schwierig ist, Kontakt aufzunehmen zu syrischen Ärzten und sie zu unterstützen, die nachts in Untergrundhospitälern Schussverletzungen operieren. Medizinische Hilfe für verletzte Demonstranten ist verboten, wird vom Assad-Regime als Terrorismus betrachtet und verfolgt. In den letzten 10 Monaten sind 300 Ärzte verhaftet worden, verschwunden, keiner weiß, wo sie sind. Das heißt, in diesem Regime sind entweder schwer misshandelt, gefoltert oder schon tot. Die Ärzte, die weitermachen, brauchen dringend Geld, weil sie auf dem grauen Markt zu irrwitzigen Preisen medizinisches Gerät und Medikamente für Notoperationen kaufen. Wenn Sie das interessiert, einen Bericht dazu können Sie im Internet lesen, geben Sie ein Medico International Projekt Syrien, dann stoßen Sie da drauf. Die andere Hälfte... Jetzt sind aber noch 5.000 Euro übrig. Die gehen an ein Hilfsprojekt anderer Art. Das Geld geht an tunesische Fischer, die im Jahr 2007 Migranten aus Seenot gerettet haben und nach Lampedusa brachten.
Dafür wurden sie verhaftet und von einem sizilianischen Gericht zu 2,5 Jahren Gefängnis und 440.000 Geldstrafe verurteilt worden. Ihre Schiffe wurden beschlagnahmt und sind mittlerweile unbrauchbar. Das Komitee SOS Mittelmeer Lebensretter in Not hat diesen tunesischen Fischern für die Zeit des Gerichtsverfahrens rechtliche und materielle Hilfe geboten. Die Kapitäne und ihre Familien erhalten seitdem vom Komitee monatlich 250 Euro pro Familie zur Sicherung eines minimalen Lebensunterhaltes und zurzeit sammelt das Komitee Geld, um ein neues Fischerboot kaufen zu können. Dahin geht das andere. So, und jetzt... Jetzt... Jetzt ist Marlene dran. Marlene wird Ihnen jetzt noch was präsentieren, das Sie in Schwung bringen soll, obwohl Sie gar nicht an der Front stehen. Aber Sie sollen auch was dafür kriegen, dass Sie mich ausgezeichnet haben. Ich habe dafür einen Text ausgesucht, ich habe mir selber einen Wunsch erfüllt. Es ist nämlich mein Lieblingstext. Ich habe ihn zu Ehren eines Gedichtes von Kurt Tucholsky Bürgerliche Wohltätigkeit genannt. Es ist allerdings kein Text, den ich für ein Bühnenprogramm geschrieben habe. Der war gar nicht für die Bühne, ist auch nie auf der Bühne gespielt worden. Es ist eine Festrede für eine Wohltätigkeitsgala, die ich auch gehalten habe. Der Text stammt aus dem Jahr 1988, das ist aber nicht der eigentliche Haken an dem Text, dass er zu alt ist. Der eigentliche Haken ist, dass er leider noch aktuell ist. Deswegen trage ich ihn auch vor. Damals, 1988, damit Sie kurz wissen, wo ich da gesprochen habe, wurde in Konstanz eine etwa, ich weiß nicht mehr genau, 7 Millionen Mark teure Kinderklinik gebaut. Zum Schluss fehlten, merkwürdigerweise, 30.000 Mark für die kindgemäße Ausstattung der Kinderklinik. Der Leiter dieser Klinik hat damals eine Benefizgala organisiert, Steigenberger Inselhotel, kennen Sie vielleicht, erstes Hotel am Platz natürlich in Konstanz. Der Saal nicht ganz so fürstlich wie hier, aber für bürgerliche Verhältnisse auch schon beachtlich und opulent. Der Eintritt kostete 1988 schon pro Person 150 Mark, ging ja alles für die kindgemäße Ausstattung. Das kalte Buffet zahlte der Pharmakonzern Big Gulden. Und Schirmherr der Veranstaltung war der Baudezernent, der für die Misswirtschaft verantwortlich war. Ich war damals als Psychologe in einer neurologischen Reha-Klinik beschäftigt und bin für 300 Mark als Festredner engagiert worden. Ich möchte Ihnen diese Festrede vortragen. Wie sie angekommen ist beim Publikum, können Sie sich, glaube ich, selber denken. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Wohltäterinnen und Wohltäter, wir erleben hier heute Abend in vielfacher Hinsicht etwas Bemerkenswertes. Ein exquisites Buffet, schöne Frauen und ein großer Wein einer alten Kulturlandschaft, zusammengeführt in einer festlichen Ballatmosphäre, die wir ja nicht zuletzt auch der sorgfältigen Auswahl der Gäste verdanken. Wo gibt es so etwas heutzutage noch, meine Damen und Herren? Und wem verdanken wir dieses kulturelle Kleinod? Es lohnt sich, dieser Frage kurz nachzugehen. Auf den ersten Blick ist es ja ein scheinbarer Missstand, der diesen glanzvollen Abend hervorbringt. Bei millionenteurem Bau der neuen Kinderklinik fehlen uns ein paar 10.000 Mark für die kindgerechte Ausstattung. Professor Schwenk, der gerade eben gesprochen hat, hat uns den unmittelbaren Anlass ja dargestellt. Lassen Sie uns noch für einen Moment der Frage folgen, weshalb derartige Ereignisse wie der heutige Wohltätigkeitsball so selten geworden sind. Es hat ja zu allen Zeiten große Bälle gegeben. Ich erinnere an die großen Bälle der Burschenschaften, der Logen, der Rotarier und der Lions Clubs, die wesentlich der Unterstützung und Förderung des männlichen akademischen Nachwuchs gedient haben. Auch die Stahlindustrie hat zu Beginn des 20. Jahrhunderts in den schweren Zeiten der Weimarer Republik, in der Krisenzeit der 70er Jahre auch, die Schwerindustrie hat immer den notleidenden und bedrängten Parteien Unterstützung zukommen lassen. Gänzlich unvergessen aber, das soll nicht unerwähnt bleiben, die Hilfe im Kleinen, die unzähligen Feste und die Basare rühriger Bürgersfrauen, die sich die Finger wund strickten für die wärmende Winterkleidung der einfachen Soldaten, die zum Wohle des aufsteigenden Bürgertums ins Feld zogen. Natürlich brauchen wir heute keine Pulswärmer mehr für die Infanterie zu stricken. Und ein Ball wie dieser heute Abend mit einer Spendensumme von 20 bis 30.000 Mark, da könnte gerade mal den Sitzgurt vom Schleudersitz eines neuen Abfangjägers unserer Luftwaffe finanzieren. Fraglich ist natürlich auch, ob die von uns so beschenkten Kampfflieger
die Spende auch mit einem dankbaren Leuchten aus ihren dunklen Kinderaugen und einer kleinen Flugvorführung mit dem neuen Spielzeug vergelten würden. In diesem Bereich ist also aus gutem Grund die Gemeinschaft aller Steuerzahler notwendig und es sei anerkennend hinzugeführt, sie wird in diesem Bereich ihrer Aufgabe ja auch gerecht. Aber wenn man oben den wehrhaften Arm des Volkskörpers mit der finanziellen Decke wärmt, werden unten die Füße kalt. Die Decke fehlt an der Basis des Gemeinwesens. Auch hier gibt es jedoch Grenzen des für die Spendenbereitschaft so sehr wichtigen guten Geschmacks. Stellen Sie sich vor, die oben genannte Summe fehlt im benachbarten Etat. Beim Dienstwagen des Landrats reicht es nicht für einen Mercedes S-Klasse. Der Landrat wäre gezwungen, einen nur mit dem unbedingt erforderlichen ausgestatteten Opel oder VW fahren zu lassen, mit allen schädlichen Konsequenzen für seine psychische Entwicklung. Ein Wohltätigkeitsball mit Tanzeinlage seiner Schreibkräfte und Tombola des Personalrats wäre kaum denkbar und das Spendenaufkommen wahrscheinlich auch eher gering. Der adäquate Platz für Wohltätigkeitsveranstaltungen ist deshalb ohne Zweifel der soziale Bereich. Nur hier ist eine finanzielle Lücke sinnvoll und trifft auch auf das schlummernde Bedürfnis potenzieller Spender. Und noch ein anderer, sehr wichtiger Aspekt, wie ich finde, soll hier heute Abend erwähnt werden, meine Damen und Herren. Wir dürfen nicht nur einseitig den Nutzen der Spende für die Beschenkten sehen, sondern auch den Output für den Spender. Professor Schwenk hat in seinem Einladungsschreiben zu Recht auf das in den USA sehr viel weiter verbreitete und bewährte System privater Spenden- und Welfare-Veranstaltungen hingewiesen, die heute ein wichtiger, ein unverzichtbarer Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens höherer Schichten in den USA geworden ist. Wie groß der allseitige Nutzen daraus ist, belegt vielleicht am besten die Äußerung eines berühmten New Yorker Psychoanalytikers, ich zitiere. Viele Manager und beruflich Selbstständige können ohne ihr soziales und finanzielles Engagement in Welfare-Organisationen die Kälte des Berufslebens nicht mehr ertragen. Das soziale Elend ist geradezu notwendig, um dort durch Wohltätigkeit Schuldgefühle abzubauen und der Freizeitdepression und Drogen- und Therapieabhängigkeit besser verdienender vorzubeugen. Das ist doch eine eindrucksvolle Symbiose, meine Damen und Herren. In unserem Land, in Deutschland, ist es in der Wiederaufbauphase nach dem Krieg zur Errichtung eines so umfassenden öffentlichen Sozialnetzes gekommen, dass ein Verfall des Wohltätigkeitsstrebens in bürgerlichen Kreisen die Folge war. Und der kleine Mann auf der Straße gewöhnte sich daran, soziale Leistungen als ein forderbares Bürgerrecht anzusehen. Erst jetzt dringt wieder ins Bewusstsein aller und unser Abend leistet in diesem Sinne einen wichtigen Dienst, dass bestimmte soziale Leistungen eine Gabe sind, die erst dann gewährt werden kann, wenn bestimmte Spielregeln wie steuerliche Entlassung Besserverdienender und Verzicht auf ihre Diffamierung auch eingehalten werden. Dieses neue gesellschaftliche Verständnis wird auch uns hier Versammelte mit dem Obolus von 150 Mark Eintritt aus der Anonymität namenloser Steuerzahler herausführen und uns zu in der Lokalpresse gefeierten Wohltätern unserer Gesellschaft machen. Und wir können dadurch nicht nur unsere gesellschaftliche und politische Position festigen, sondern wir steigern auch unser persönliches Selbstwertgefühl. Zusammenfassend sollten wir in diesem gelungenen Abend also eine Gelegenheit sehen, den Wirkmechanismus eines modernen Staates zu demonstrieren. Das Nehmen und Geben der bürgerlichen Führungsschichten. Oder wie der von uns allseits verehrte Kurt Tucholsky sagt, wir nehmen die Mark, aber wir geben den Pfennig. So löst sich der scheinbare Widerspruch dieses Abends, liebe Festgäste. Und wenn sich Ihnen nun dort unten das Buffet eröffnet, denken Sie bitte daran, Mousse au Chocolat, das ist etwas Feines, aber was Sie heute Abend erhalten, das ist mehr. Humanismus au Chocolat, Wohltat mit Geschmack. Guten Appetit.